In der ersten Saison unter der Leitung von Dino Toppmöller wechselte das Team zwischen guten Spielen und nur mäßigen Leistungen, was ein Punkt der Aufmerksamkeit wurde. Darüber hinaus gibt es immer noch viele Diskussionen über den besitzorientierten Spielstil, den er bei Eintracht zu implementieren versuchte. Toppmöller glaubt, dass die Erwartungen an die Wintertransfers von Eintracht Frankfurt sehr hoch waren. In einem Interview mit der Bild kommentierte er, dass das Team vielversprechende Spieler mit großem Potenzial hat. Er stellte jedoch fest, dass die Fans hohe Erwartungen an die neuen Spieler haben und Leistungen auf dem Niveau von Donny van de Beek bei Ajax und Hugo Ekitike bei Reims erwarten. Er erkennt die Qualität dieser Spieler an und glaubt, dass sie sehr wichtig für das Team sein können. Der 43-jährige Trainer klärt auf: Die Realität ist, dass einige Spieler schon lange nicht mehr im Wettkampf waren und es eine gewisse Zeit dauert, bis sie wieder in Topform kommen. Wir sind alle mit großer Hingabe an diesem Prozess beteiligt. Toppmöller ist zuversichtlich, es wird alles gut werden. Hohe Erwartungen sind in der Regel kein Problem. Aktuell belegt der SGE den 6. Platz in der Bundesliga. Ich glaube, dass wir jetzt eine solide Grundlage geschaffen haben, auf der wir weiter aufbauen können. Ich bin überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, kommentiert der Trainer optimistisch in seinen Worten gegenüber der Bild. Eintracht Frankfurt-Fans, teilt eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten von unserer Eintracht Frankfurt zurück.